Hallo, hallo meine liebe YouTube-Community. Auch für euch ein Video hier aus Südsardinien. Jetzt kommt der Wind, ich hoffe, das stört nicht. Ich möchte darüber sprechen, warum Vergebung, Vergeben, Verzeihen nicht ausreichend ist. Weil unser Verstand kann es schon annehmen und kann annehmen, ja, ich vergebe ihm oder sogar mir selber eine Tat, eine Handlung, ein Wort, einen Satz. Ja, ich vergebe dir. Ich kenne ja alle diese Rituale, auch Ho'oponopono. Und ja, meistens ist es nicht nachhaltig. Warum? Weil kommen wieder andere Sachen. Du musst wieder was Neues vergeben. Gerade im Zug auf deinen Partner. Immer wieder musst du neue Sachen vergeben. Immer musst du neue Dinge verzeihen. Ja, der hat es nicht so gemeint oder bla bla bla. Du musst dir immer wieder sagen, ja, es ist nicht schlimm, ich verzeihe das. Es ist nicht gegen mich. Ich nehme es nicht persönlich oder wie auch immer. So, und jetzt, wenn du jetzt damit aufhören möchtest, permanent irgendwelche Menschen irgendwas vergeben zu müssen, weil sie dir wehgetan haben, weil sie dich verletzt haben, dann musst du verstehen, wie es funktioniert. Und zwar hast du da Blockaden. Du denkst, Blockaden, was sind denn schon die Blockaden? Das ist, vielleicht manche denken, das ist Energie oder Glaubenssätze. Ja, aber es ist ganz, ganz tief. Das sind Überzeugungen und diese Überzeugungen, die fußen also, die sind noch verwurzelt in Geschichten und teilweise in ganz vielen Geschichten in deinem Leben, weil du rekreierst ja immer wieder die Situationen, die Geschichten in deinem Leben unbewusst, also nicht wissentlich. Es ist nicht klar, dass du das tust, weil du das ja leise tust, weil du das im Geheimen tust, weil du das ja ganz tief, in ganz großer Stille, in der Stille, in der Mördergrube deines Herzens oder wo auch immer du das tust und du weißt nicht mal, dass du es tust. So. Und solange das da herrscht, unbeobachtet, unbescheint, ohne ans Licht gebracht zu werden, ans Licht zu bringen, heißt ja nur, es ins Bewusstsein, also dir klar zu machen, dass das abläuft, zu erkennen, dass das läuft bei dir. Und diese Erkenntnis, die brauchst du, damit du wirklich richtig vergeben kannst. Damit du richtig, richtig vergeben kannst. Du musst erkennen, dass das Ganze eine deiner Schöpfungen ist, basierend auf deinen Überzeugungen, auf Geschichten, die du oft sogar übernommen hast. Das sind nicht mal deine eigenen Geschichten, die hast du von irgendjemandem übernommen. Du bist konditioniert worden mit Geschichten. Und dein Verstand wird nicht zulassen, dass du grundlos verzeihst. Das wäre schön. Aber er hat ja so viele Erinnerungen, er hat so viele Geschichten, er hat so viele Beweise, dass du jemand bist, den man beleidigen muss, dass du jemand bist, den man verletzt, dass du jemanden bist, den man nicht unterstützt. Da kannst du deinem Mann schon, ich nehme jetzt dieses Beispiel, da kannst du deinem Mann schon wunderbar vergeben. Sagen, er hat es nicht so gemeint. Aber wenn du im Inneren trotzdem meinst, dass er es so gemeint hat, weil du immer noch überzeugt davon bist, dass er außerhalb von dir mit einem freien Willen existiert, wirst du keine dauernde, befreiende, energieschiftende, verändernde Verzeihung hinbringen. Du kannst glauben, dass du verzeihst. Du kannst sagen, dass du verzeihst. Aber deine Energie wird es aufdecken. Deine Energie wird die eine sein, für die das überhaupt null und nichtig ist. Wenn du plötzlich eine bist, die niemals
verletzt worden ist, beleidigt worden ist, abgelehnt worden ist, etc., etc. Dann wird sich das nicht mehr in einer äußeren Realität zeigen. Und dann hast du verziehen, weil du kapiert hast, dass es gar nichts zu verzeihen gibt, sondern weil du als Schöpfer das einfach kreiert hast. Und das macht ja nichts. Du kreierst es immer wieder, um es zu verstehen. Das ist der Prozess des Bewusstwerdens. Es wird dir klar. Das habe ich erschaffen. Auf Basis dieser und jener Geschichte, Überzeugung, Rückschluss, bla bla bla. Oh mein Gott. Mein Mann oder sonst wer im Außen konnte gar nichts anderes tun, als mir das spiegeln, weil ich es ja kreiert habe. Er muss es ja tun. Er ist meine Schöpfung, er ist meine Kreation. Ja, Leute, das sind verhexte Sachen, aber wenn du da mal dahinter gestiegen bist, dann bist du frei. Dann bist du frei, dich selbst zu kreieren. Erst dann kannst du dein neues Ich kreieren. Erst dann kannst du von einem weißen Blatt Papier beginnen. Erst dann sind alle um dich herum weiße Blätter Papier. Erst dann bist du neu geboren. Erst dann musst du nichts mehr suchen. Erst dann musst du nichts mehr richtig machen. Erst dann weißt du, wer du wirklich bist. Und dann ist dein Leben richtig geil. Glaube mir. Und schon allein warst in diesen... Ja, jetzt gehen wir dann in die dritte Woche. Heute ist die dritte Woche des kleinen Programms. Kreiere dir deinen Traumpartner. Wobei, ich sag's wieder, es geht nur um dich selbst. Und wow, 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 so geiles Programm. Und es ist erst der Anfang. Aber zumindest haben wir in diesem Programm schon den Anfang gelegt, des Verständnisses. Was ist der Unterschied zwischen innen und außen? Wie kreiere ich alles? Wer bin ich denn wirklich? Ja, und dann geht's weiter in die Frau, die alles hat. 10 Wochen dein Traumleben kreieren. Und ja, wer bin ich, der das sagen kann? Weil ich alle Versionen schon durchgelebt habe von dir und von allen Dirs. Ja, und das hast du auch. Nur habe ich es durchschaut und ich möchte es dir gerne mitgeben. Und dadurch bist du einfach komplett frei, hier auf diesem Erdboden zu tun und zu machen und zu bestimmen, was du gerne haben möchtest. Ja, ich freue mich, dir damit weitergeholfen zu haben und bis bald. Ja, vergiss nicht, ich mache hier Dokumentationen von meiner Reise mitgemischt mit wunderbaren Inputs und tu auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Bis dann.